Hallo und herzlich willkommen jetzt bei ActuWolle. Ich lese mal wieder Psalm aus der Volksbibel vor. Ich hoffe, ich kann eben schon verhasst bin, aber naja. Und zwar den Volksbibel Psalm 40 lese ich für euch vor. Yay. Gott haut einen raus. Dieses Lied kommt von David und das soll man vortragen. Ich bin sicher, dass Gott hilft und er hört all mein Klagen. Mit Sicherheit. Also so würde ich so sagen, auf jeden Fall. Er hat mich aus meiner Kotz-Situation rausgeholt. Ich wollte mal kurz Kotz-Geräusch machen. Ich stecke bis zum Hals in Problemen, war mit Dreck eingeölt. Aber dann kam Gott und hat einfach zugepackt. Holt mich raus aus dem Sack, gab mir Halt, gab mir Takt. Yeah. Takt ist immer gut. Konnte wieder Boden unter die Füße kriegen, fühle mich sicher, jetzt muss ich nicht mehr unten liegen. Da geht gerade meine Stimme weg, Stimme, jetzt kommt sie wieder. Und in meinem Mund legt er einen neuen Beat. Bum, bum, bum. Ein Liebeslied, yeah, das ist ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt. Also nochmal. Und in meinem Mund legt er einen neuen Beat, ein Liebeslied. An den Gott von David. Viele Leute werden diesen Song dann bald hören, werden abgehen vor Freude, darauf könnte ich schwören. Werden Gott wieder achten und Respekt vor ihm haben, werden ihn dann vertrauen, werden sich an ihm laben. Gut drauf kommt, wer seine Hoffnung auf Gott alleine setzt. Und sich nicht nach dem richtet, der ihm immer nur hetzt. Der meint, er wäre der Geile, der nur Dünnsinn erzählt, der mit seinen Storys alle Leute nur quält. Gibt's manchmal viele Leute. So oft hast du Gott fette Wunder getan und wie du alles planst, wie du Dinge abbahnst, wie du Sachen tust, die unmöglich waren. Wenn ich nur versuche, all das aufzufahren, dann stelle ich fest, du bist mit nichts zu vergleichen. Du tust einfach zu viel. Wer kann da etwas streichen? An den Opfern, die ich bringe, nur um dir zu gefallen, hast du nie wirklich Freude. Hast du nie wirklich Freude? Ja, das konnte ich rallen. Aber Ohren zu hören, die hast du mir gegeben, um zu kapieren, was du willst und zu tun, was im Leben du mir an vielen Befehlen gegeben hast. Darum antworte ich dir, ich bin hier ohne Last. Du hast mir das Buch der Bibel anvertraut. Und ab jetzt wird auch kein Mist mehr gebaut. Gerne will ich tun, was du von mir willst, denn das, was du möchtest, das steht in meinem Geist. Dein Programm tickt bei mir in meinem Herzen tief drin. Also es läuft halt quasi, ist ja der Quelltext, ne? Wenn wir jetzt über das Programmieren gehen, Quelltext. Der läuft dann mit dem Herzen ungefähr mit, ist ein Quelltext verbunden. An alle ITler und so weiter, ne? Und das gibt mir Halt, macht mir Mut, gibt mir Sinn. Und ich erzähle deinen Leuten, was du korrekt nennst. Und es macht mir voll Laune. Und ich rede ungebremst. Niemand ist wirklich in der Lage, mich aufzuhalten. Und das weißt du. Mein Gott, kannst mein Leben gestalten. Ich werde niemals auch nur einmal meine Fresse halten, weil du mir immer hilfst. Mich kann keiner hier falten von deiner großen Liebe, die du für alle hast. Erzähle ich jedem, denn du bist ja kein Hans oder Otto. Du, mein Gott, wirst immer mit Liebe bei mir sein. Du passt auf mich auf, mich legt keiner mehr rein. Richtig üble Sachen habe ich gerade am Start. Riesenprobleme, Schwierigkeiten, mega Verrat. Oh, es reimt sich sogar. Riesenprobleme, Schwierigkeiten, mega krass. Meine ätzenden Sünden sind wie eine Wolke über mir. Ich kann gar nichts mehr sehen. Ich habe Angst wie ein Tier. Wuff,
Oder miau, miau. Oder halt andere Tiere, die zum Beispiel Angst haben. Mehrere Tiere, ne? Als Hauskatzen und Hunde. Gott, ich bitte dich, jetzt komm schnell mal vorbei und hol mich hier raus. Hörst du mich, wenn ich schreie? Hörst du mich, wenn ich schreie? Kleiner Einwurf von mir. Ja, Gott hört dich, auch wenn du leise redest, auch wenn du schreist. Manchmal schreien gar nicht mal so verkehrt, wenn man betet, einfach so, sowas rauszuschreien, wenn man es wirklich rausschreien möchte. Natürlich, klar, manchmal könnten sich die Nachbarn ein bisschen beschweren, aber scheiß drauf. Einfach rausschreien. Wenn du es wirklich rausschreien möchtest, dann schreie es einfach raus. So. Ich will kurz mit erwähnen. Fühl dich frei, deine Empfindung einfach dann auch im Gebet rauszuschreien, wenn du es wirklich möchtest, wenn es wirklich einfach dran ist. Gut. Die Leute, die mir alle ans Leder wollen, sollen scheitern und fallen, sollen sich endlich trollen. Wieso trollen? Trollen ist doch eigentlich so ein Internet-Troll. Aber egal, okay, gut. Jeder von denen soll sich ganz schnell verpissen. Wer sich lustig über mich macht, den wird man bald vermissen. Ja, so macht ich nicht lustig über ihn. Und alle, die schadenfrohe Fehler entdecken, die über mich ablachen, die sollen sich erschrecken. Aber alle, die sich dir wirklich ganz anvertrauen, werden abgehen vor Freude, weil sie nur auf dich bauen. Wer dich kennt und dich liebt, dich als Retter annimmt, der wird rappen, Gott ist groß und er weiß, dass das stimmt. Ich bin hilflos alleine auf dich angewiesen. Gott, du versorgtest mich stets, hast deine Treue bewiesen. Du befreist mich und hilfst, bist der Retter in Not. Darum komm jetzt, mein Held, hilf mir schnell, du bist Gott. Das war der Psalm 40 aus der Volksbibel. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal sagt ihr auch schon der Ecto Wolle. Tschüss.